Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fragen und Antworten zur GenaTrader, eben ein technisches Webinar. Und wir werden uns heute wieder mit einem Themenschwerpunkt beschäftigen, den ich per E-Mail bekannt gegeben habe, und dann versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen, die sich zu diesem Thema oder generell zu GenaTrader belaufen. Also sind auch offene Fragen gewünscht. Bevor ich eben gleich weiterwechsle, bitte noch kurz im Chat die Bestätigung, damit Sie mich gut zu hören bzw. gut sehen können. Sie sollten jetzt einen Bildschirm sehen mit dem Titel des Webinars. Sehr gut. Vielen Dank für die Antworten. Genau. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Stocksreiter, tätig bei AgenaTrader, ja, das ist eben AgenaTrader Team seit 2014, Bereich Kundenbeziehungen Management, und habe davor auf der Universität Wien studiert, bis ich dann hier beim Team in 2014 angefangen habe. Das nächste Folie, ganz wesentlich natürlich der Risikohinweis. Alles, was ich heute zeige, ist rein Übungsnatur, also das sind alles nur Ideen, die aufgrund von technischer Übung mit der Software sich belaufen, also keine Empfehlungen für das Trading, auch wenn wir über die Chartanalyse und die technische Analyse sprechen werden. Und wenn Sie den Handel eingehen, also diese handeln wollen, dann machen Sie das auf Ihrem eigenen Risiko bzw. Ihrer eigenen Gefahr. So, der Themenschwerpunkt, wie schon angekündigt, Multi-Time-Frame-Signale-Conditions, wie Sie wissen oder vielleicht noch nicht wissen, mit dem Condition-Manager-Escort ist es ja möglich, sich die Chart-Analyse ein Stück weit zu automatisieren, und heute werden wir uns damit beschäftigen, dass es auch möglich ist, in einer Condition, in einem Signal mehrere Zeiteinheiten zu packen, damit man gleichzeitig mehrere Kerzen sich berechnen lassen kann und nicht multiple Charts ansehen muss, um zu seinem Signal und zu seinem Einstieg zu kommen. Wir werden uns einmal grundlegend beschäftigen, was der Condition Escort macht, also was die Idee dieses Tools ist, dieses Features aus dieser AgenaTrader++ Familie, eben dann die Beispiele Signale und Conditions mit übergeordneter Zeiteinheit. Ich habe mir dann eine Stunde Tag ausgewählt sowie untergeordnet, das heißt dann Stunde und darunter die 15 Minuten Zeiteinheit. Was bedeutet dann eigentlich auf Schlusskurs berechnen oder pro Tick? Das kann man sich ja auch einstellen in der Condition und im Scanner und hat aber gewisse Auswirkungen, die man berücksichtigen muss und die man kennen sollte, bevor man sich hier etwas einstellt. Dann geht es natürlich um den Scanner, um den Analyzer und um das Chart, weil wir wollen ja nicht nur ein Signal bauen, wir wollen ja die Märkte dann anhand dieses Signals automatisiert analysieren und uns Einstiegssignale aufzeigen lassen. Wie gesagt, offene Fragerunde zum Thema, aber auch zu anderen Themen, die Sie vielleicht rund um den AgenaTrader interessieren. Grundlagen, wir werden dann auch gleich rüber wechseln, macht dann auch wieder, so wie vergangene Woche, die Mischung zwischen PowerPoint und dann sofort der Software, damit Sie die Theorie gleich in der Praxis sehen können. Und eben, wie schon eingangs erwähnt, der Condition Escort ist ein starkes Tool, das Ihnen helfen kann, die technische Chartanalyse zu automatisieren. Das heißt, Sie können sich Signale erstellen und müssen nicht hunderte von Charts sich ansehen, um quasi Ihr Muster, Ihre Condition, Ihr Signal in den Märkten finden zu können, sondern das definieren wir in diesem Condition Escort, um es dann über den Scanner ausgeben zu lassen. Es gibt die Funktion, also die Idee, ich kann was prüfen lassen. Also hier geht es um die Parameter 0 und 1, wahr
oder falsch, also eben umgekehrt, war falsch, wäre dann 1 und 0. Kennt man ja von der Programmierung, das ist ja, wird ja einem jeden schon beigebracht, der sich mit Computer beschäftigt. Es gibt eben den Status 0 und 1, auf den man aufbaut, und auch hier in der Condition ist es so, und wenn etwas zutrifft, dann wird eine 1 ausgegeben und die Condition wird angezeigt. Bei 0 bleibt natürlich das Ganze weg. Und was kann jetzt wahr oder falsch sein? Wahr oder falsch kann sein, wenn zum Beispiel ein Indikator, ein RSI, die Durchschnittslinie desselben Indikators überschneidet. Dann hat man hier entweder eine Prüfung, ist das jetzt gerade wahr zu der gegebenen Zeiteinheit oder ist das falsch. Und dann bekommt man eine Ausgabe, je nachdem, welchen Status das Ganze erhält. Das ist nur eines von vielen Beispielen natürlich. Ich kann was vergleichen. Und zwar vergleicht man in erster Linie Preise und Marktdaten. Natürlich, alles beruht hier auf Daten, die uns in der Software angezeigt werden und Ihr Broker oder Datenfeed Ihnen liefert zu den jeweiligen Werten, Aktien, Futures, Forex oder CFDs, die Sie dann handeln möchten. Und wir können hier Werte vergleichen, und zwar mit Parametern wie ist größer oder ist kleiner ein gewisser Wert, der gerade angezeigt wird, entweder direkt aus den Datenserien des Bars oder wiederum über einen Indikator, der einen gewissen Wert annimmt und dieser Wert dann größer, kleiner, zum Beispiel, gibt noch mehr Relationen, sein kann. Was natürlich auch möglich ist, die Berechnung von Preisen oder von einer Range. Ich habe vor einigen Webinaren aufgezeigt, wie man sich zum Beispiel die Range einer Kerze berechnen kann und damit dann Reversal Bars erstellt oder andere Kerzen, Candlesticks in dem Fall, Muster sicher arbeiten kann für eine Kerze oder vielleicht sogar mit mehreren Kerzen zusammen. Und ich schalte dann gleich rüber in den Agena Trader und dann mache ich einfach mal diesen Condition Escort auf, damit Sie sehen, über was ich gerade spreche. Ja, Sie sollten jetzt den Agena Trader sehen, ein einfacher Arbeitsplatz, simpel eingerichtet mit hellen Charts. Man sieht schon auf der linken Seite unseren Analyzer, der mir diverse Signale auswirft, die über diesen Condition Manager, Condition Escort erstellt worden sind, beziehungsweise die Charts in derzeit zwei Zeiteinheiten, die wiederum anhand dieser Einstiegspfeile, also dieser Signalpfeile Long in dem Fall, uns ihr einen Einstieg in den Markt vorschlagen. Beziehungsweise am unteren Ende sehen Sie, habe ich diese Condition, die ich dann kurz vorstellen werde aufgrund unserer Themen, auch im Chart eingefügt und kann so jetzt anfangen, das Ganze zu analysieren, was mir die Software technisch ausgegeben hat, um dann, wie soll man sagen, in der Condition-Entwicklung festzustellen, ob ich alles richtig gemacht habe und ob alles so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte, sehen möchte. Den Condition Escort selbst, wie gesagt, der ist ein Teil dieser Agena Trader Plus Familie. Das ist auch der Unterschied zwischen Basis- und Andromeda-Version, wenn Sie sich damit schon beschäftigt haben. Das ist Agena Trader Plus Plus, neben einigen anderen Funktionen, ist der große Vorteil, den wir mit Agena Tradern der Trading-Szene, der Trading-Welt mitgeben möchten. Und das Agena Trader Plus Plus ist im Grunde genommen eine Strategie, eine Trading-Strategie vom Einstieg, sprich vom Signal, bis hin zur Trading-Strategie, also wie manage ich meine Position, ja, Trailing Stops, Stop Loss und Take Profits, Targets, wie definiere ich mein Risiko vor dem Einstieg basierend auf meiner Kontogröße oder meiner Buying Power, wie kann ich das Ganze dann backtesten und überprüfen. Und das sind alles die Themen, die in dem Agena Trader Plus Plus mit dieser Strategie übermittelt werden, also die Funktionen, die man dann damit bekommt, um diesen halbautomatisierten Handel, den wir ja favorisieren, durchführen zu können. Das heißt, ich automatisiere
alle technischen Grundlagen und am Ende entscheide ich noch, ob ich den Trade mache oder nicht, beziehungsweise ob ich noch in die Trading-Strategie, die dann ja automatisiert laufen kann, nochmal eingreife, um gegebenenfalls mich an die aktuelle Marktsituation anzupassen. Weil, wie Sie wissen, die meisten automatisierten Strategien, die laufen und wenn sie funktionieren, funktionieren sie, aber man hat keine Chance mehr, irgendwas zu verändern währenddessen, dass sie laufen, sondern kann sie nur stoppen oder akzeptieren, was für Resultate einem geliefert werden. Aber jetzt zurück zu dem Condition Escort. Wir finden hier unter Strategien links oben hier auch gleich die Funktion. Und wenn Sie hier weiter auf Neu klicken, können Sie eine neue Condition anlegen, Sie können Conditions bearbeiten oder eben vorhandene Conditions ganz simpel und schnell aufrufen. Wir haben hier auch Kategorien eingeführt, die man in so einem Signal hinterlegen kann, damit Sie sich sehr übersichtlich Ihre Trading-Strategie erarbeiten können und quasi eine Vielzahl von Trading-Strategien eigentlich entwickeln können, um dann wie eben die Märkte gerade laufen, individuell darauf reagieren zu können. Ich habe mich beschäftigt dann eben mit dem Thema Reversal Bars, wie ich dann später zeigen werde, und dieser Multi-Time-Frame-Thematik. Aber hier mal vorab, wie schon angekündigt, der blanke Condition Escort, so startet er bei Ihnen, wenn Sie einfach eine neue Kondition öffnen. Und wie schon erwähnt, das ist ein Eingabedialog, Sie müssen nicht programmieren können, sondern einfach per Track and Drop, also Click, Select, sich die Werte quasi in die unteren Bereiche, in diese dunkelgrauen Bereiche hineinziehen und Sie können schon Ihre Vergleiche starten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nahe an der Programmierung dran und man kann sich sehr, sehr viele Automatisierungen, also Signale und Conditions damit bereits bauen. Also viele unserer Kunden, die früher vielleicht programmiert haben, ja, oder es versucht haben mit der Programmierung oder sich eventuell einen Programmierer engagiert haben, um sich seine Einstiegssignale zu bauen, sind jetzt komplett in den Condition Escort gewechselt und kommen ganz ohne Programmierung aus. Wir möchten aber nicht damit behaupten, dass man überhaupt keine Programmierung mehr braucht. In gewissen Situationen ist es notwendig, das kommt darauf an, wie genau Ihr Einstieg ist. Also es gibt Ausnahmesituationen, wo man dann noch programmieren muss, aber auch das bieten wir an, also Agenascript, die API ist ja verfügbar und da könnte man auch noch programmieren damit. Ganz short and snappy, der Condition Escort wird ja in unzähligen Kurzvideos etc. erklärt, wie er funktioniert, aber Sie wählen einen Namen, entscheiden sich, ob das eine Long oder Short Condition ist, also ob Sie ein Signal haben für den Kauf oder Verkauf eines Wertes und definieren hier links im Großen und Ganzen, auf was Sie dann zugreifen, also auf welche Preise, also auf die Datenserien von einer zum Beispiel einem Candlestick oder auf einen der über 100, 150 Indikatoren sind es glaube ich mittlerweile, die man hier unter den Indikatoren, Premium-Indikatoren, programmierten Indikatoren und so weiter bekommen kann. Ja, Premium und programmiert sind meist dann aus den Add-ons, aus den Packages, die man sich dazu kaufen kann. Und die Conditions sind dann eben jene, die man sich hier in dem Condition Escort erstellen kann. Programmierte Conditions wiederum aus Packages oder selbstprogrammierte Inhalte, die man da auch wiederverwenden kann. Wert, Zahl etc. Es gibt ja eine Anzahl von Inhalten und man zieht sich das dann eben, wie ich hier zeige, per Track and Drop in die diversen Spalten. Ich mache jetzt da keine Condition draus, aber nur damit Sie es verstehen, Sie schreiben sich eine Idee, eine Berechnung, einen Vergleich, den Sie im Chart sehen wollen, analysieren wollen, auf und suchen sich dann die Inhalte hier links raus, ziehen sie runter, wählen dann aus diesen Vergleichen hier aus oder CRA, CRB wäre zum Beispiel überschneidet nach oben, überschneidet nach unten. Wenn man hier, wie ich später zeigen werde, mit einem MACD oder mit einem RSI arbeitet oder mit mehreren SMAs und man prüfen möchte, ob sich die zu irgendeinem Zeitpunkt überschneiden in eine Richtung. Also alles das kann man hier machen und
sich seine Condition damit anlegen. Gibt dann noch den erweiterten Modus, der erlaubt einem, dass man dann auch Klammern setzt, beziehungsweise und oder XOR Elemente dann auswählt, beziehungsweise kann man dann auch hier mit einfacher Berechnung, erweiterte Berechnung, diese Ranges, die ich schon erwähnt habe, sich mit Plus, Minus, Mal, Dividieren dann ausrechnen lassen, um dann wieder Preise zu bekommen. Also das ist sehr umfangreich, dieser Conditional Score, deswegen ist es bitter nötig, dass man sich gut damit auseinandersetzt, aber mit dem schaffen Sie es dann individuell Ihre Ideen, wenn Sie bereits erfahrener Trader sind und wissen, zu welchen Situationen Sie in den Markt einsteigen möchten oder vielleicht sogar aussteigen möchten. Es gibt ja auch hier Einstieg und Ausstieg, also man kann diesen Conditional Score auch als eine Art Stop verwenden, um aus dem Markt herausgekauft zu werden, wenn dieses Signal auftritt. Also für alle jene, die schon ihre Ideen haben, ist das ein Tool, der Sondergleiche, den werden Sie selten woanders finden oder gar nicht. Habe noch nichts Vergleichbares noch am Markt gesehen bisher. Für alle, die jetzt neu oder sich mit dem Ganzen noch nicht beschäftigt haben, gibt es unterschiedliche Inhalte, Tutorials, die wir damit ausliefern. Das heißt, wir verkaufen ja Pakete mit Einstiegssignalen, da kann man sich einmal orientieren. In der Demo-Version, die wir anbieten für 30 Tage und Sie über agenatrader.com bestellen bzw. sich dafür anmelden können, um das zu testen, erhalten Sie unter anderem unterschiedliche Signale wie die Reversal Bars, die Dörtelsignale hier, das MACD Crossover Signal und da mit diesen Signalen, da können Sie zugreifen auf diesen Art Source Code. Ich kann es hier kurz vorzeigen, wie so ein Reversal Bar dann in dieser Berechnung aussieht. Gibt es auch ein Webinar von mir von Anfang Jänner, wo ich das gezeigt habe, oder war das schon im Dezember, aber gehen Sie einfach bitte auf unseren YouTube-Kanal agenatrader.de und dann haben Sie die Möglichkeit, anhand dieser Beispiele zu verstehen, wie Sie hier agieren können. Und wie Sie gesehen haben, da kann man sich Ranges etc. ausrechnen. So, das ist einmal ganz knapp, ganz grob Conditional Score. Heute möchten wir ein bisschen tiefer hineingreifen in dieses Tool, um Sie ein Stück weiterzubringen. Also es ist zwar auch was für den Beginner, der heute dazu sieht, eine spannende Erfahrung, denke ich, aber auch für jene, die schon etwas länger bei uns sind und vielleicht noch ein paar Tipps brauchen, wie Sie mit diesem Conditional Score noch mehr anstellen können. Und was ich zeigen möchte, ich gehe kurz wieder zurück auf die Folie. Genau. Ist eben Problemstellung, Lösung und wir werden uns das Beispiel Reversal Bar ansehen, den wir in der Stunde, also auf der Stunde uns scannen wollen über den Analyzer, aber wir wollen dann zusätzlich, damit der Reversal Bar für uns einen Wert, also wirklich ein gutes Signal ausgibt, diese Zusatzfunktion mit der Multizeiteinheit. Wir möchten, dass zwar die Stunde gescannt wird, er aber trotzdem prüft, ob der Tag, in dem Fall der Vortag, eine grüne Kerze ist, um, sagen wir mal, im Sinne der Markttechnik zu sagen, okay, ich bin jetzt der Markt steigt gerade nach oben, könnte natürlich die Woche noch hinzunehmen, aber wir bleiben einfach beim Tag und jetzt habe ich gerade eine steigende Kerze und bekomme in der Stunde einen Reversal Bar, also es war gerade eine Korrektur und ich möchte deswegen in den Markt hinein. Und das werden wir uns als erstes ansehen. Und der zweite Punkt ist im Großen und Ganzen dann die andere Richtung, also wieder ein Reversal Bar einer Stunde, aber ich möchte mir dann im 15-Minuten-Chart dazu den RSI hineinnehmen, wo die RSI-Linie, die Durchschnittslinie, dann nach oben hin überschneidet.
und das Ganze mal auf Periodenschlusskurs berechnet. Und das Gleiche können wir uns dann, oder ich werde zumindest einmal versuchen zu erklären, wie das funktionieren könnte, wenn man das pro Tick berechnet. Beziehungsweise bei Beispiel 2, warum es vielleicht oder warum es sogar notwendig ist, das pro Tick zu berechnen, und einen kleinen Ausblick auf ein neues Feature, das wir in Zukunft, ich weiß noch nicht, ob es mit 2.0 kommen wird, bringen möchten, wo man dann quasi dieses pro Tick bzw. Periodenschlusskurs, den Conditional Squad, noch ein bisschen verfeinern kann. Gut. Also wie Sie sehen, ich habe hier ganz normal diesen Reversal Long, eine grüne Kerze in dem Fall, lasse ich mir hier anzeigen mit dieser Kondition. Und jetzt füge ich was hinzu, und zwar schreibe ich da unten dran, wenn Sie eben schon eine Kondition entwickelt haben und etwas hinzufügen und aber das nicht überschreiben möchten, sondern eine zweite Condition daraus bauen möchten, dann einfach den Namen leicht abändern, dann speichern wir automatisch beim Übernehmen eine zweite Condition, die die gleichen Inhalte plus die neuen dann enthält. Ja. Und jetzt sage ich einfach, ich mache da ein T für den Tageschart, weil ich da was hinzufügen möchte und will jetzt einfach nur zu meinem Reversal Bar Long grün eine grüne Kerze des Vortages sehen. Und dann sage ich einfach, muss ich einfach sagen, okay, mein Close Preis muss natürlich größer sein wie das Open, damit eine grüne Kerze entstehen kann, und kann hier dann zusätzlich, Sie sehen hier immer übernommene Zeiteinheit. Was bedeutet übernommene Zeiteinheit? Das ist die Zeiteinheit, die ein übergeordnetes Element liefert. Das heißt, wenn ich im Scanner jetzt dann einstelle, im Analyzer, das ist im Stundenchart zu berechnen, dann übernimmt er diese Zeiteinheit für die Condition, und dieses Element Close, übernommene Zeiteinheit, erbt quasi diese Zeiteinheit, die man über den Scanner einstellt, oder wenn man dieselbe Condition in den Chart hineinlegt, auch dann übernimmt es diese Zeiteinheit, die hier im Chart drinnen bleibt. Wenn Sie aber möchten, wie wir jetzt probieren, dass wir eine spezifische Zeiteinheit wählen, dann machen wir das hier rechts, also ich habe hier das Element selektiert, und hier rechts habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel hier den Tageschart One Day auszuwählen, und somit berechnet oder sucht der Gena Trader dieses Close des Tages, also dieses Close nur im Tageschart. Der Vergleich ist größer, ist glaube ich ohnehin klar, und das Open wollen wir natürlich dann auch im Tageschart sehen. Und jetzt sagt die Condition aus, ich möchte einen grünen Reversal Bar haben, Long, wenn zusätzlich die Tageskerze grün ist. Und Sie sehen hier in dieser Klammerung diese 0 stehen. Ja? Diese 0 steht für dieses Element Bars Ago. 0 bedeutet, das ist der aktuell abgeschlossene Bar. Weil wir hier oben, ja, das ist die Thematik, Sie sehen es hoffentlich mit der Maus hier, hier oben diese Checkbox angehakt haben auf Periodenschlusskurs berechnen. Und wenn das angehakt ist, heißt das, die 0 ist die letzte abgeschlossene Kerze. Wenn ich das entfernen würde auf Periodenschlusskurs, dann würde er das ja pro Tick berechnen, dann wäre die 0 die aktuelle Kerze, die noch tickt. Somit muss man nicht auf den Schlusskurs warten, sondern kann auch aktuelle Kerzen in meiner Condition berücksichtigen. Achtung, das ist dem sehr ressourcenaufwendig. Und ich könnte aber auch hier bei Bars Ago zum Beispiel 1, 2, 3 einstellen, dann könnte ich mehrere Tage in die Vergangenheit gehen, weil ich könnte ja auch sagen, ich möchte, dass die letzten 2 oder 3 Kerzen eine grüne Kerze sind. Und
dann möchte ich mein Signal angezeigt bekommen. Und dann lege ich mir einfach dieses Close One Day is größer Open dreimal an, nur gebe dann jeweils bei der zweiten Zeile gebe ich dann halt die 1 ein bei beiden links und rechts und bei der dritten Zeile gebe ich die 2 ein bei links und rechts. Also so könnte ich dann mehrere Tage in die Vergangenheit sehen und mir ein Pattern, ein Muster quasi anzeigen lassen. Gut, wir bleiben einmal nur bei Schlusskurs bzw. die Kerze von gestern und übernehmen das und ich bekomme dann hier eine neue Kondition angelegt. Und ich gehe jetzt zum Beispiel einfach auf die CFDs rüber und lege mir jetzt über die Action Bar, bei Rechtsklick kann ich ja die Action Bar öffnen, unter Indikatoren finde ich dann meine Konditionen wiederum und jetzt gehe ich hier rein und suche mir den Reversal Bar, den ich mir gerade gebaut habe. So. Jetzt habe ich den Reversal Bar T. Und ich nehme auch den zweiten einfach mit zum Vergleich. Und jetzt, der obere ist der T. Und jetzt kann ich mir dann anschauen, ob das ist jetzt zutrifft. Ja. Und ich sehe hier einen Reversal Bar, ja, der, und das ist jetzt der Stundenchart. Wir wechseln einfach jetzt. Ah ja, wir wollen das ja auch in der Stunde angezeigt bekommen und wir prüfen jetzt einfach zusätzlich, jetzt war am 21. Februar im Prinzip, war dieser Reversal Bar, das heißt der 20. Februar müsste eine grüne Kerze sein, 17. Okay. Okay, das war jetzt wahrscheinlich wegen am Wochenende. Wir machen einfach kurz eines, und zwar das globale Fadenkreuz. Genau. Wenn Sie nämlich hier oben, dann tut man sich ein bisschen leichter, das globale Fadenkreuz einstellen, dann sehen Sie nämlich nicht nur das Fadenkreuz hier im Stundenchart, sondern die jeweilige Tageskerze dazu. Und man sieht hier auf der rechten Seite, rechten Seite auch das Fadenkreuz und es ist eben dann die grüne Kerze, die da angezeigt wird, die abgeschlossene. Und im Prinzip wäre jetzt einmal der Reversal Bar richtig, aber dieser Reversal Bar mit der Tageskerze ist eben nicht richtig, weil der Tag davor eben eine rote Kerze war. Aber hier am 15. Februar haben wir diese Kondition erfüllt. Da ist nämlich der Vortag auch eine grüne Kerze. Sie sehen hier den Unterschied. Wir haben hier zwei Reversal Bars, die eigentlich richtig sind, aber nur beim einen Reversal Bar, wo der Tag zuvor, also dieser hier, auch grün ist, weil der andere hier ist eben der rote, wird mir dieses Signal angezeigt. Somit habe ich jetzt zwar im Stundenchart meinen Einstieg, aber diese Rückbestätigung, ob der Vortag auch nach oben läuft, die habe ich mir jetzt auch mitgegeben. Und wie schon gesagt, ich kann dann auch zwei, drei Tage in die Vergangenheit gehen und mir mehrere grüne Kerzen aussuchen und. Und somit habe ich einmal, was die übergeordnete Zeiteinheit betrifft, mir ein Signal gebaut und dieses Multi-Zeiteinheiten-Element mit in meine Kondition eingefügt. Ich werde jetzt, damit das nicht nur ein Vortrag ist, ein Stück weit in den Chat hineinschauen und schon die ersten Fragen hoffentlich dazu finden und beantworten versuchen. Gut. So, Herr Faber, Übungsbeispiele, wie man Conditions erstellt, gibt es, wie bereits mitgeteilt, einfach auf den YouTube-Kanal gehen. Sie finden ja hier über dieses Agena Space Fenster, da haben wir versucht, alle unsere Medien auf einen Ort zusammenzubringen, damit Sie nicht viel suchen müssen. Und zum Beispiel hier in der Basisvideos finden Sie den Link zum YouTube-Kanal. Und wenn wir da kurz drauf gehen, finden Sie ein paar Beispiele, wie
Sie Conditions bauen können. Das heißt, es ist da hier weiter unten Condition Escort, Beispiele für Chartmuster, Signale, Conditions. Also hier gibt es ein paar Beispiele als Videos. Und dieselben Beispiele, die Sie hier als Videos finden, finden Sie eben unter Strategien, Condition Escort, Turtle-Signale, Reversal Bars und MACD. Also diese drei Kategorien sollten Sie auf alle Fälle finden, und da drinnen sind dann jede Menge oder eine Handvoll oder zwei Hände voll von Conditions, die Sie sich anschauen, und damit können Sie üben. Das sind auch die Dinge, die, wenn Sie sich zum Beispiel auf den Default-Arbeitsplatz wechseln, gleich als Signale gescannt bekommen. Herr Dieter Marschall, was die Range einer Kerze betrifft, man kann natürlich den ATR auch im Condition Escort verwenden. Und damit arbeiten, also das ist ein Indikator wie viele anderen, kann ich Ihnen ja auch kurz zeigen, wenn Sie möchten. So, machen wir hier einfach die letzte Condition auf. Und Sie haben hier den ATR, hier dieses Element, schieben wir sich runter, und dann habe ich die Möglichkeit, ja hier die Periode einzugeben. Das heißt dann einfach, wie viele Kerzen, wie viele Perioden möchte ich hier einfließen lassen, um eine Range ausgerechnet zu bekommen. Und wie viel eine Periode ist, hängt dann auch davon ab, welche Zeiteinheit Sie im Chart einstellen. Also wenn Sie, wie erklärt, übernommene Zeiteinheit an sich belassen und es dann in den Stundenchart legen, sind 14 Perioden 14 Kerzen zum Beispiel, also 14 Stunden Kerzen und so weiter und so fort. Je nachdem, welche Zeiteinheit dann im Chart ist oder im Scanner, oder wie erklärt man sich hier wirklich in einer Multi-Zeiteinheiten-Kondition als Zeiteinheit anlegt. Dieses Basagos betrifft dann halt wirklich die Berechnung in der Condition. Und damit haben Sie die Möglichkeit, sich einen gewissen Range, einen gewissen Abstand auszurechnen, der über einen gewissen Zeitraum passiert ist. Also zum Beispiel die Range der letzten 52 Wochen, wenn Sie das möchten, oder der letzten Woche, des letzten Monats, kann man sich dann ja mit diesen Perioden wirklich spezifisch einstellen lassen, aufgrund des Tagescharts dann zum Beispiel, wie auch immer, und sich daraus dann diesen Preis geben lassen und diesen Preis dann verwenden für eine Ihrer Conditions, die Sie sich dann anzeigen lassen möchten. Da muss man halt ein bisschen kreativ werden, aber wenn Sie diesen ATR verwenden möchten, ist natürlich alles möglich. Herr Robert Simak, was Preisanfragen betrifft, bitte immer Sales anschreiben, aber soweit ich weiß, wenn Sie über ATD jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen, dann gibt es von ATE und die Software kaufen, dann gibt es von ATD, da hat es einmal was da gegeben, dass da eine Spende dann an eine wohltätige Stiftung geht. Ob das noch der Fall ist, weiß ich nicht, aber bitte sowas einfach über Sales anfragen, aber ich wüsste nicht, dass es da irgendwas geben würde. Ja. Das Andromeda selbst ist so günstig, es hört sich für vielen an, 11,90 ist viel Geld, ohne Frage. Aber wenn ich mir die Kundenfeedbacks zum Beispiel nur diese Woche anschaue, wo mir Leute schreiben oder Kollegen, Kolleginnen schreiben, sie waren anfangs ein bisschen am Überlegen, ob sie so viel Geld oder ob sie dieses Geld ausgeben möchten für eine Trading-Software. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, finden sie den Preis viel zu günstig für das, was ihnen die Software eigentlich möglich macht. Und was man Live-Webinare hier, Partner-Webinare übers Trading und andere Veranstaltungen, die ihnen dann alles freigeschalten werden oder die sich damit dann auftun. Also Preisanfragen über Andromeda sind eigentlich, lehnen wir meistens ab, weil, oder durchgehend ab. Das bringt nämlich überhaupt nichts.
Herr Michael Ballmer, Sie können keine übernehmen, das heißt, Sie müssen das per Drag und Drop hinunterziehen. Ja? Sie klicken da was an und ziehen das hier hinunter. Sie können nicht Doppelklick machen, nein, weil die Software weiß ja nicht, ob Sie das in die linke Spalte oder in die rechte Spalte geben möchten, aber Sie ziehen das hier hinunter. Linke Maustaste festhalten, hinunterziehen und erst dann, ja, kann man hier rechts in den Parametern, also das ist das Element, hier sind die Parameter des Elements, dann kann ich das editieren. Ja. Und damit so arbeitet man. Aber wie gesagt, ich würde alle ganz dringend bitten, die Sagena Space, die Modulvideos 1 bis 6, die, auch wenn sie schon ein Jahr alt sind, die beinhalten wirklich alle Kernthemen, kurz und knackig in ein paar Minuten, 5 Minuten Videos erklärt, wie diese grundlegenden Funktionen funktionieren. Online-Webinare gibt es, also wir haben ja alles online. Sie können sich Agena-Trader autodidakt zu jeder Zeit, also dann, wann Sie Zeit haben, erlernen. Und das kostet nichts extra. Diese Online-Medien stehen Ihnen immer zur Verfügung und wir arbeiten laufend daran, diese zu verbessern, diese zu erweitern und es noch komfortabler zu machen für Sie. So, weil gerade eine Frage kommt, kann man mich durchgehend verstehen? Also ich höre zwischendurch auf zum Reden, um dann was vorzuzeigen oder mir eine Frage durchzulesen, wenn das die Tonaussetzer sind, die Sie meinen. Aber schreiben Sie bitte kurz rein, wenn das jemand anders auch hat, dass der Ton zwischendurch weg ist, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Herr Jens Lichtenstein, eine interessante Frage. Den Spread zweier Conditions, sich zweier unterschiedlichen Instrumente, entschuldigen Sie, in einer Conditions auswerfen, das geht, glaube ich, nicht, nein. Sie haben ja hier die Datenserien und da gibt es da halt Close, High, Input, Low, nein. Also den Spread können wir hier jetzt nicht abfragen. Wäre aber interessant, den irgendwie mit reinzunehmen. Der Punkt ist nur der Spread, der ändert sich ja laufend, also in vielen Fällen ändert er sich ja laufend, aber trotzdem wäre es interessant, der Punkt ist nur der, stimmt, die Frage ist schon einmal gekommen, wie anfangs erklärt, der Condition Manager, Condition Escort, der gibt am Ende 0 und 1 aus, also ist wahr oder ist nicht wahr, er kann aber keinen Preis ausgeben. Sie könnten maximal, wenn wir jetzt zum Beispiel die Spread-Abfrage AskBid hier irgendwo einbauen, aber warten Sie mal, ich probiere mal kurz was. Close, warte mal, close hier. Okay, nein, können wir nicht zugreifen. Gut. Input. Nein, aber wenn wir sowas machen möchten, das Einzige, was Sie tun könnten, ist abzufragen, also auch wieder wahr oder falsch, ob das Spread des einen Instruments größer wie das Spread des anderen ist oder kleiner. Also sowas wäre dann möglich, aber diesen Preis sich ausgeben lassen, das geht nicht. Also Preise kann man sich hier berechnen, ja, aber am Schluss muss ganz logisch dieses wahr oder falsch möglich sein. Also ich rechne mir hier zwar aus, das High minus das Low, aber am Schluss prüfe ich noch, ist das größer oder kleiner wie das Open minus das Low. Ja? Also das ist am Schluss wahr oder falsch. Herr Jörg Peter, mit Linux glaube ich nicht, dass es in Zukunft funktionieren wird. Es gibt Überlegungen, was Mac betrifft, aber der Punkt ist der, man muss halt von Null auf programmieren. Ja. Es gibt so Konvertierungsprogramme, aber ob man das wirklich machen kann, ist, glaube ich, recht schwierig. Oder kenne ich mich auch zu wenig aus, um das jetzt wirklich genau sagen zu können. Herr Klaus Geider,
Ich arbeite hier mit Version 2.0, das ist eben die Pre-Beta-Version, Alpha-Version. Und ja, hier kann man Text und Scanner noch auswählen, das kommt mit 2.0. Für alle, die die Software schon gekauft haben oder kaufen möchten oder die Demo nutzen, können dann gratis, sobald wir 2.0 freigeben, darauf updaten. Also unsere Updates sind ja kostenlos, was die Version betrifft, und da gibt es dann auch die Auswahl Textscanner. Was macht das? Sie zeigen sie sich dann den Condition-Namen als Text im Chart oder eben im Scanner an und können die Farbe des Texts, die Farbe des Signals im Scanner benutzerspezifisch anwenden, damit, wenn Sie jetzt 5, 6 Conditions gleichzeitig scannen, Sie nicht nur rote und grüne Signale sehen, sondern individuelle Farben, die Sie auf sich abstimmen. Und es wird auch möglich sein, dass man die Pfeilgröße, die dann im Chart angezeigt ist, von tiny, also klein, bis huge, riesengroß, dann im Chart anzeigen lassen kann. Also es gibt da ein paar Usability und visuelle Features, die mit 2.0 kommen werden. Bitte hier noch um etwas Geduld. So. Audio und Ton prima, vielen Dank einmal für diese Antworten, sehr gut. Ich sehe, ein paar Fragen kommen noch, aber machen wir ein paar Minuten weiter mit den Themen, dass man das noch abschließen kann, und dann gehe ich wieder zurück zu Ihren Fragen. So, wie schon kurz erklärt, wir haben jetzt übergeordnete Zeiteinheit uns angesehen und einen Reversal bei uns anzeigen lassen, der nur dann ein Signal wird, wenn der Vortag eine grüne Kerze ist. Jetzt gehen wir in eine andere Richtung, und zwar habe ich das im Forex-Bereich vorbereitet. Ich bleibe einfach, um simpel wie möglich zu bleiben, im Umkehrstab grün in die Long-Richtung, also für das Kaufsignal. Und was ich jetzt eingebaut habe, ich zeige es Ihnen auch, ist die Thematik RSI. Das heißt, ich habe hier wiederum die gleiche Condition zum Start, und der untere Bereich, wir prüfen den RSI, der nach oben, ja, schneidet, der die Durchschnittslinie nach oben schneidet, in der Zeiteinheit 15 Minuten, wie Sie das sehen. Und ganz klar stelle ich auch wieder hier ein, neben anderen Parametern, die man einstellen kann, wie zum Beispiel eben, ob die RSI-Linie verwendet wird hier in diesem Element, und dann hier die Average-Linie wird verwendet, also True, False. So kann man sich das einstellen. Parameter, Perioden, Smoothing nehme ich einfach mal die Standardwerte, aber die könnte man sich auch hier noch anpassen. So, das ist, so baut man das Ganze. Und was ich mir noch gebaut habe, ist dann, also die Ausgangskondition nur der Reversal Bar, und der ganz untere Bereich ist rein der RSI Crossover, der Average Line, ohne den Reversal Bar, damit man diese drei Elemente aufgesplittet bekommt, um Ihnen zu zeigen, was das jetzt bedeutet oder wie der Agena-Trader das jetzt anzeigen würde. Sie sehen hier, und zwar das vorletzte Signal, ich zeige es ja kurz, wo dieses Crosshair wieder ist, wo meine Maus gerade hier funktioniert. Also hier habe ich einen Reversal Bar. Ja? Ich habe aber, war das auch die richtige Condition? Ich mache wieder ganz kurz das globale Fadenkreuz. Ja, sehr gut. Ja, das sollte soweit auch klappen. Also hier zeigt mir, bekomme ich eben diesen Reversal Bar. Können wir hier uns anschauen. Ich bekomme hier den Reversal Bar, und es ist die Stundenkerze. Er zeigt mir aber kein Signal an, dass innerhalb dieser letzten Stunde im 15-Minuten-Chart eine RSI-Überschneidung nach oben stattgefunden hat, obwohl das eigentlich passiert ist. Sie sehen hier, haben wir eigentlich um 12.30 Uhr, weil hier das ist die Kerze von 12 bis 13 Uhr, und ich habe aber hier eigentlich um 12.30 Uhr, also die Kerze, 15 Minuten Kerze, die um 12.30 Uhr beginnt und um 12.45 Uhr endet, habe ich hier eins davor, ja,
Das ist ja die Kondition, die Überschneidung nach oben. Also eigentlich müsst ihr dann auch meine Condition Green Bar plus RSI wahr sein, weil ich hab eine Stundenkerze, die einen Reversal Bar bildet, und innerhalb dieser Stundenkerze hat sich im 15 Minuten Wert der RSI nach oben geschnitten. Es wird mir nicht angezeigt. Warum nicht? Weil wir auf Schlusskurs berechnen und die Berechnung läuft dann um Punkt, wenn die Kerze abgeschlossen ist, um 13 Uhr. Und um 13 Uhr prüfen wir dann noch die letzte 15-Minuten-Kerze, also die von 12.45 Uhr bis 13 Uhr. Und wenn dort in dieser letzten Viertelstunde diese Überschneidung stattfindet, dann wird das angezeigt, aber nicht für die Kerzen davor. Weil nach unten geordnet wir die Prüfung nur einmal machen und wir speichern uns nicht davor ab. Wir scannen ja nicht um 12.30 Uhr oder um 12.45 Uhr, ob diese Kondition zutrifft, sondern erst um 13 Uhr. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, weil man bekommt das sonst nicht angezeigt. Auf der anderen Seite die aktuelle, also das sind historische Daten, also das ist jetzt nicht die aktuellste Kerze, aber die von 15 Uhr. Hier bekomme ich wiederum das Signal angezeigt. Ja. Warum? Weil hier dieses Crosser Buff genau um 14.45 Uhr, also die stattgefunden hat, also hier um 14.45 Uhr bis 15 Uhr gibt es diese Kerze, für die Kondition zutrifft, und da können wir es mit anzeigen. Aber eben wie erklärt, weiter zurück dann eben nicht. Außer ich nehme dann die 30-Minuten-Kerze oder so, dann könnte ich die letzte Kerze mit anzeigen lassen. Und jetzt kommt es zum Thema auf Schlusskurs berechnen oder pro Tick. Wenn wir nämlich pro Tick berechnen, dann wäre es möglich, sich diese Condition mit einer untergeordneten Zeiteinheit anzeigen zu lassen, weil wir dann öfters prüfen, ob diese 15-Minuten-Bereich auch stimmt. Und das ist aber sehr ressourcenaufwendig und führt auch dazu, dass die Signale aufblinken und wieder verschwinden, aufblinken und wieder verschwinden, weil ja mit jedem Tick neu berechnet wird, und jeder Tick kann aber bedeuten, dass sich irgendwelche Parameter verändern, irgendwelche Indikatoren verändern, und dann stimmt ein Signal und die nächste Sekunde stimmt es dann nimmer, je nachdem wie oft Ticks ankommen. Deswegen, mit Calculate, also auf Schlusskurs berechnen, mit einer übergeordneten Zeiteinheit. Ich wechsle hier wieder kurz auf die Folien, damit man das nochmal leicht erörtern kann. Übergeordnete Zeiteinheit ist auf Schlusskursberechnung möglich, kein Problem. Werden Sie keine Probleme haben, weil die Tageskerze von gestern, die ist immer abgeschlossen. Und die kann man immer prüfen, egal zu welcher Stunde man heute diese Kondition dann berechnen lässt. Aber was die untergeordneten Zeiteinheiten betrifft, jetzt muss ich wieder zurückgehen, da habe ich Probleme, weil ich nur zur vollen Stunde prüfe und dann nur die letzte 15-Minuten-Kerze mitgeprüft werden kann. Und wenn ich das Ganze, natürlich kann ich auch spielen mit 5 Minuten, ich baue mir eine Stunden, ich scanne in der Stunde und möchte dann einen Bereich haben, wo die 5-Minuten-Kerze geprüft wird, dann wird nur die letzte 5-Minuten-Kerze dieser Stunde mitgeprüft. Aber eine kleine Lösung ist es eben, diese Condition, ja, RSI, ja, hier die falsche, mit dem Wegklicken hier auf Perioden, Schlusskurs berechnen, false zu setzen, wird das bedeuten. Das heißt, die Condition ist grundlegend einmal dafür geeignet, dass sie auf pro Tick berechnet wird. Und dann muss ich in weiterer Folge hier den Analyzer, die Spalte, also entschuldigen Sie, ich muss wieder rüber wechseln auf die andere Ansicht. So. Jetzt müssen wir sehen, eben nochmal kurz, der Reversal Bar RSI, hier, wenn ich diesen Knopf hier ausschalte,
auf Periodenschlusskurs berechnen, dann kann er das pro Tick berechnen und dann kann man sich auch solche untergeordneten Zeiteinheiten mit anzeigen lassen, weil wir dann nicht auf den Schlusskurs warten. Aber Achtung, Sie müssen dann zusätzlich hier im Analyzer, also die Spalte mit den ganzen Signalen, bei Rechtsklick kann man das bearbeiten. Und dann gibt es hier die Analyzer, also das ist hier links, den zieht man sich ebenfalls hier rüber. Ja, und Analyzer eine Stunde und dann gibt es auch die Funktion auf Bar Close berechnen. Das ist eben das gleiche wie auf Periodenschlusskurs berechnen und das ist standardmäßig auch auf True, also ist wahr gestellt und das stelle ich mir hier auch auf False. Ja? Und wenn ich das mache, dann scannt mir der Scanner für jeden Tick, der ankommt, meine ganzen Signale. Achtung, ich möchte das nicht vorführen, also mittlerweile habe ich das auf einer Liste gemacht und es geht. Also hier zum Beispiel die Vorgangsliste habe ich mit dieser einen Condition, die ich auf Schlusskurs berechnet habe, oder diese Reversal Bars, ohne Probleme berechnen können. Aber wenn die Listen zu groß wären und die Signale noch viel komplexer wären, also es gibt ja viel schwierigere Conditions wie die meine oder wie dieser Reversal Bar ist, dann kann die CPU und der RAM sehr schnell voll sein und der Rechner geht in die Knie, die Software friert vielleicht ein oder der ganze Rechner friert ein. Also da bitte aufpassen und sich langsam hervortasten und das ausprobieren mit 5, 6 Werten, dann mit 10 Werten und je nachdem, was Ihr Computer schafft, ja, je mehr Scans können Sie machen. Ja, das wissen wir nicht für Sie, sondern Sie wissen zu Hause, wie stark Ihr Rechner ist und wie die Software mit Ihrer Hardware zusammenarbeiten kann. Gut, aber so können Sie vorgehen, indem Sie dieses auf Bar Close berechnen, auf False setzen oder Periodenschlusskurs in der Condition. So, wenn, dann müssen beide Parameter auf False sein, weil eben wiederum die übergeordnete, und das ist der Scanner, vererbt nach unten hin seine Einstellungen. Und wenn ich hier auf True setze, aber die Condition auf False, vererbt trotzdem der Analyzer nach unten hin das True und umgekehrt. So muss man auf das Ganze eingehen und drüber nachdenken. Gut, wieder zurück zu den Fragen. Bitte gern noch zum Thema Fragen stellen. Ich zeige auch gern was vor. Wenn jemand irgendwo eine Frage hat, wie er jetzt zum Beispiel eine Condition bauen kann, wenn ich das natürlich in dieser Zeit umsetzen kann, aber ich lese mal kurz hier im Chat, was da so los ist. So, nochmal zum Herrn Michael Palmer, ich kann keine Indikatoren übernehmen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Sie meinen mit übernehmen oder was Sie gerade machen. Sie brauchen natürlich eine Andromeda Live-Version, damit das funktioniert, oder eine gültige Demo-Version. Wenn Sie da beides nicht haben, dann können Sie natürlich im Condition Escort nichts wirklich machen, aber Indikatoren übernehmen, ich verstehe nicht ganz die Frage. Also am besten, wenn Sie wirklich nicht weiterkommen, entweder wieder online Videos sich ansehen oder an den Support schreiben und Bilder dazulegen, das wirklich gut erklären, damit man das nachvollziehen kann, weil, wie ich gerade gezeigt habe, mit Click, Drag and Drop funktioniert das ohne Probleme. Ah ja, Entschuldigung, habe ich gerade gesehen, es funktioniert super, danke, damit hat sich dann schon wieder erübrigt. Na, so schnell geht das. So, vielen Dank, Herr Dunker, für das Feedback. Kann man das manuell auch ausdrucken? Es gibt einen Quick Start Guide, eine PDF, die man sich ausdrucken kann. Die Online-Hilfe könnte man sich Seite für Seite wahrscheinlich ausdrucken, aber wir haben derzeit kein Buch oder keine Gesamt-PDF, die man sich ausdrucken kann. Ich war schon einmal am Überlegen oder beziehungsweise am Nachforschen, ob man die PDF, ob man die Wiki irgendwo in einer PDF bringt. Derzeit habe ich das noch nicht geschafft, aber
Wie gesagt, wir arbeiten laufend an diesen Online-Medien. Es wird noch einiges Spaßiges kommen und vor allem auch in 2.0. So, wie kann ich gespeicherte Escorts wieder löschen? Soweit ich weiß, müssten Sie ja hier über Bearbeiten, bekommen Sie dann das Feld. Und dann haben Sie ja Ihre Auswahl von Conditions und dann gibt es auch hier den Löschen-Button. Damit sollte das gelöscht ist. Es kann sein, dass ein Neustart erforderlich wird nach dem Löschen, also Sie werden vielleicht nicht aufgefordert, aber Sie löschen jetzt zum Beispiel 2, 3 Konditionen und dann führen Sie bitte mal einen Neustart durch, damit das neu initialisiert werden kann. So, Herr Jörg Peter, ich glaube, die Frage ist, ob man mit einem Futures Contract in einer Laufzeit, also Zeiteinheit oder ja, im Endeffekt in einem Future Long oder Short gehen kann. Wenn Sie wirklich zwei unterschiedliche Futures Kontrakte meinen, also jetzt den März oder dann den April, je nachdem, was für eine Futures angeboten werden, dann ist das prinzipiell schon möglich, ja, aber Achtung, Sie müssen hier eventuell zwei Futures-Kontrakte sich anzeigen lassen. Und zwar haben Sie hier jetzt zum Beispiel den Ablauf und es wäre dann vielleicht notwendig, also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass Sie sich einen FDAX-Ablauf 03, FDAX-Ablauf 04, also ein Duplikat erzeugen. Und dann immer darauf achten, dass in diesen zwei Duplikaten jeweils ein anderer Kontrakt eingestellt ist. Und dann sollte es prinzipiell auch möglich sein, in zwei unterschiedlichen Kontrakten Long oder Short zu gehen, aber im gleichen Kontrakt, also im März-Kontrakt einmal Long und einmal Short zu sein, das geht nicht. Das Hedging ist im Magenta-Trader nicht möglich. Ich weiß noch nicht genau über die Spezifikationen des Ganzen, aber es gibt die Überlegungen, einen Hedge-Escort zu entwickeln. Also es gibt auch schon ein Icon im Prinzip dazu, aber das ist noch nicht fertig. Und da weiß ich jetzt derzeit noch nicht wirklich, was da alles reinkommen wird und wie das ablaufen wird, ob Hedging überhaupt möglich sein wird mit dem Magenta-Trader, weil das ist immerhin sehr, sehr komplex. Da ein bisschen noch Geduld haben oder mal abwarten, was wir in Zukunft dann noch rausbringen, kann ich jetzt aktuell echt nicht sagen. Herr Gimser, wie Sie updaten, wenn es ein Update gibt, werden Sie informiert, keine Sorge, Sie werden kein Update verpassen. So, Herr Kotzorek, ja, Sie haben ja unterschiedliche, sollen sagen, mal wieder irgendeine Condition auf, ja. Schauen wir uns einfach mal, was im ADR möglich ist. Ja, so, aber ich sehe ADX, genau. So, im ADX haben Sie im Prinzip, na, Sie haben keine Auswahlmöglichkeit der unterschiedlichen Linien, da gibt es nichts. Sehen Sie, alles was hier rechts in den Parametern verfügbar ist, kann man sich in der Condition auswerten lassen. Im ADX, wie ich sehe, gibt es hier keine Definition, dass man auf unterschiedliche Linien zugreifen kann. Ja, deswegen können wir die Input-Serie noch ändern, aber nein, also im ADX gibt es im Speziellen das nicht, im RSI gibt es ja diese zwei Linien, auf die man zugreifen kann und in anderen Indikatoren geht das auch, aber in diesem ADX hier geht das nicht, da müsste man sich einen Indikator bauen, der diese Parameter dann möglich macht. So, Herr Reinhard Barth, schauen wir uns an. Natürlich, wie gesagt, offene Fragen
sind uns auch willkommen. Zeicheneinheiten kann man sich unterschiedliche Zeicheneinheiten wie Trendlinien, Fibonaccis und so weiter, die man in einem Chart, einem öffnet, auch in einem anderen Arbeitsplatz aufrufen. Nein, das haben wir also vor kurzem erst getestet, oder ich habe mir das vor kurzem erst einmal wieder angesehen. Es ist möglich, globale Zeichenobjekte sich zu erstellen, aber nur innerhalb eines Arbeitsplatzes. Wenn man wechselt, wechselt das nicht mit. Soweit ich weiß, ist das eine Entscheidung gewesen, das so zu machen, damit man unterschiedliche Arbeitsplätze haben kann und gleiche Charts, also gleiche Symbole in unterschiedlichen Arbeitsplätzen haben kann, aber unterschiedliche Ideen verfolgt und zwar nicht die gleichen Zeichnungen oder gar keine Zeichnungen in anderen Arbeitsplätzen. Also mehrere Charts ja, aber innerhalb des Arbeitsplatzes. Also wenn Sie fünfmal den Euro-US-Dollar öffnen und in einem und globale Zeichenobjekte in einem dieser Charts anzeichnen, dann ist das in allen anderen Charts auch mit dabei. Und zwar hier gibt es ja globale Zeichenobjekte aktivieren. Eben dann übernimmt es das Ganze auch in den anderen Zeiteinheiten und dann kann man hier Zeichnungen einstellen und entfernen, beziehungsweise kann man das global machen oder pro Zeichnung kann man auch in den Parametern einstellen, ob die auf allen Charts sind oder nur auf dem einen, aber nur innerhalb eines Arbeitsplatzes. So. Herr Arthur Gimser, wie kann ich in einer MACD Crossover Condition oder Signal die Bedingungen größer 0 aufbauen? Okay, das ist eine gute Frage. Aber mal schauen, was da so möglich ist. Wir haben ja hier zum Beispiel das MACD Crossover Long. Und ist ja schon ein perfektes Beispiel da drinnen. Man hat, gibt hier generell ein MACD, zum Beispiel die Linie des MACD und sagt, es ist kleiner 0. Dann gibt man halt hier ein größer 0. Also man muss sich halt hier zwei Conditions bauen, also zwei Zeilen bauen. Also hier haben wir eben, ist größer oder kleiner 0 und kreuzt über die Durchschnittslinie. Also man hat dann halt hier zwei Zeilen, aber bitte, das ist ohnehin, hier Long und Short ist das Beispiel eigentlich schon vorhanden. Also sich das einfach mal ansehen, mal ausprobieren, sollten Sie in der Lage sein, das zu lösen. Ja, das Webinar wird wieder aufgezeichnet, sollte dann vielleicht schon morgen oder eher Anfang nächster Woche dann auch wieder im YouTube-Kanal zu finden sein. Herr Metin Garagötz, ja, der Markttechnik pro Arbeitsplatz, den Sie, wenn Sie das Add-on mieten oder kaufen, der ist ja nur ein Beispiel, wie man sich einen Arbeitsplatz aufbauen kann. Sie kaufen aber mit dem Markttechnik Pro Add-on nicht nur den Arbeitsplatz, sondern Sie kaufen sich ja jedes einzelne Element, das Sie unterschiedlich einsetzen können. Also Sie kaufen sich die Nutzung für die Markttechnik pro Indikatoren, Sie kaufen sich die Nutzung der Conditions, also der Einstiegssignale und der Stops und Sie kaufen sich unter anderem auch diese Screener Presets und so weiter und egal in welchem Arbeitsplatz Sie das anwenden möchten, Sie können den Analyzer ja, im Prinzip einfach umstellen. Zum Beispiel hier nehmen wir an, Sie sind in einem Ihrer Arbeitsplätze und haben so eine Analyzer-Spalte hier und dann sagen Sie bearbeiten, ja, und in dem Fall heißt mein Analyzer-Escort hier Analyzer eine Stunde und dann gibt es ja die Möglichkeit, die Session zu ändern und dann wechsle ich hier einfach zum Beispiel auf Markttechnik D2. Das ist jetzt der kleine Trend, der mit dem Markttechnik-Paket einmal Standard eingestellt ist. Also ich kann mir ja meinen Scanner hier in unterschiedlichsten Sessions und die Markttechnik-Session wäre die hier,
kann sich das auch noch individuell anpassen, aber Sie können jeden Arbeitsplatz so konfigurieren, dass Sie auch die Inhalte von mehreren Add-ons gleichzeitig in einem Arbeitsplatz nutzen können. Dazu müssen Sie sich mit Agena Trader Andromeda, also mit den Funktionen der Andromeda, auseinandersetzen. Das heißt, Sie müssen sich erlernen, wie der Analyzer funktioniert, der Setup Escort funktioniert, wie man mit den Indikatoren umgeht, die wir ausliefern und. Also das ist Andromeda Funktion. Ja, Andromeda ermöglicht Ihnen das Scanning, das Setup definieren, dieses Condition anlegen, das Risiko und so weiter und vieles mehr. Das Markttechnik Pro Add-on gibt Ihnen die Inhalte, damit Sie sich das nicht selbst bauen müssen. Da kriegen Sie die Indikatoren und die Conditions halt schon geliefert, die Sie wieder nutzen können. Also bitte beschäftigen Sie sich einfach in dem Fall mit dem Analyzer, damit Sie die Signale in anderen Arbeitsplätzen auch angezeigt bekommen laut Markttechnik und wie man sich dann zum Beispiel die Markttechnik-Inhalte zu Nutzen macht in anderen Arbeitsplätzen oder sich von null auf seinen eigenen Arbeitsplatz baut. Ist alles möglich. So, Herr Hopf, wie kann man die Anzahl der Futures-Kontrakte, also die Ordergröße, nehme ich einmal an, meinen Sie damit von unterschiedlichen Futures diskretionär einstellen? Also Sie möchten kein Risikomanagement in dem Fall automatisiert berechnet lassen, sondern das manuell. Sie können ja in jedem Instrument, wenn wir hier zum Beispiel den FDAX öffnen, ein Instrument des Cordes FDAX. Wie gesagt, es sieht hier leicht anders aus, weil ich in der 2.0 Version ist, aber dann haben Sie ein bisschen einen Einblick in die Zukunft, würde ich mal sagen, wie sich das leicht verändern wird. Und hier gibt es die Möglichkeiten Ordergröße, Standard Ordergröße, für das steht das. Und hier können Sie dann zum Beispiel 1 oder 3 oder 4 oder 5 eingeben. Und wenn Sie hier 3 als Standard Ordergröße eingeben, ja, speichern, nicht vergessen, ist immer ganz wichtig. Wenn Sie das hier eingeben, dann haben Sie eine Standard Ordergröße definiert. Und das können Sie ja für jeden Futures-Kontrakt dann separat machen. Achtung, im Konfigurations-Escort, hier oben ist dieser Schraubschlüssel, muss man sich dann aber einstellen, wo haben wir das, diskretionäres Handeln. Hier könnte man global für alle Futures einen Default Order Size einstellen, aber hier müsste man dann, hier gibt es die Risikoverwaltung und dann muss man die Risikoverwaltung dann deaktivieren. Weil also auch hier Risikomanagement deaktivieren, weil sonst überschreibt Ihnen das die Ordergröße wieder. Also wenn Sie die Ordergrößenberechnung nicht von AT++ haben möchten, dann müssen Sie das ausstellen und dann eine Default-Ordergröße, also eine Standard-Ordergröße im Instrument oder global im Konfigurations-Escort erstellen. So, SIM-Account, ich habe hier glaube ich den da gewählt, Herr Franz Bauer. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ja, geht ja. Hier, SIM-Account, Währungen, Kommissionen, Betrag, Stück oder Mindestkommission, können Sie einfach hier ganz simpel einstellen. Ja. Gibt es ja die unterschiedlichen Möglichkeiten, hier einfach Werte ändern, aktivieren, dann können Sie ja Währung einstellen und die Größe des SIM-Accounts, also die Kontogröße, den Kaufkraft, also den Hebel, ob das auf Bid-Ask oder auf Schlusskurs berechnet wird, der Einstieg, oder ob Sie auslösen und dann die Kommissionen definieren. Ja, die Teilnehmerfragen sind jetzt schon offen, also Orchestis, okay. So. Ich lese noch ein paar Fragen durch. So.
Herr Peter Holl, ja, das Fadenkreuz können Sie natürlich als Standard auch als globales Fadenkreuz einstellen. Es ist nur so, dass das pro Chart einmal eingestellt wird. Man definiert sich, das, so bauen wir das auf, man definiert sich einmal im Chart die Einstellungen, die man haben möchte, speichert dann hier unter Chartgruppen eine Vorlage ab und wendet es an alle anderen Charts dann an, die Sie öffnen. Also wenn Sie einen Arbeitsplatz neu aufbauen, dann öffnen Sie mal eine Chartgruppe, konfigurieren diese Chartgruppe so, wie Sie jede andere Gruppe auch sehen möchten, über die Toolbar etc. Und dann öffnen Sie andere Listen. Dann können Sie die Vorlagen immer wieder anwenden und müssen diese Einstellung immer nur einmal machen. Aber man muss das einmal pro Chart treffen. Ja. Herr Breitenborn, ja, den Parabolik SR gibt es. Einfach ist auch ein Standardindikator, den kann man hier finden. P, Parabolik SR, da hätte man hier rechts die Parametereinstellungen, die man machen kann. Acceleration, Max und Step und so weiter. Man kann ein paar Farben hier ändern, wie das visuell dann eingestellt wird. Kann man ändern, man kann den Namen ändern, auf wie viel Bars er benötigt zur Berechnung etc. Auch hier könnte man ihn auf gleiche Einstellung wie heute schon besprochen, auf Close berechnen oder auf Tick berechnen. Stellt man hier um, dann wird der Indikator laufend abgedatet, zum Beispiel beim Volume-Indikator kann das ganz interessant sein, wenn man aktuelles Volume beobachten will, dass man das auf False stellt, dann sieht man nicht nur das Volume des letzten Bars, sondern auch des derzeit dicken Bars. So, die Frage ist sehr spannend. Herr Gimser, das Signal im Analyzer hält so lange an, wie die Periode quasi noch aktuell ist. Das heißt, wenn in der nächsten Periode kein Signal mehr kommt, dann wird es zum Beispiel eine Periode der Vergangenheit noch angezeigt. Sie können im Instrumentescore, also hier oben nochmal, hier der Instrumentescore, haben Sie ja alle Ihre Signale, die Sie gebaut haben, gekauft haben oder sonstiges enthalten und aktivieren ja dann alles, was in den Scanner rein soll. Und hier unten gibt es historische Perioden, Analyzer Escore. Wir haben hier 1 als standardmäßig eingestellt, das heißt, Sie sehen das Signal, wenn das eine Periode alt ist, sehen Sie das noch, ich glaube bis zu 5. Ist das möglich? Also wenn Sie das auf 5 stellen, dann bleibt Ihnen das Signal für 5 Perioden enthalten, außer es kommt ein neues. Aber es kann sein, dass dann ein neues kommt, plus das alte noch mit einem Dropdown sichtbar bleibt. Aber hier kann man die Länge dieser Signale einstellen. Ein gleichzeitiges Öffnen von mehreren Arbeitsplätzen, nein, das ist nicht möglich, Herr Faber. Herr Schwab, Default Order Sizes für einzelne Instrumente sind bereits möglich. Also Sie müssen sich halt entscheiden, ob AT++ Risikomanagement oder nicht. Wenn Sie das Risikomanagement nicht nutzen wollen, weil Sie eine Default Order Size brauchen, dann müssen Sie das nun mal hier im Instrument Escort unter Standard, das ist ja Default Order Größe, eingeben. Pro Instrument im Instrument Escort, müssen aber das Risikomanagement unter Konfiguration dann ausstellen. Weil das Risikomanagement steht oben drüber. Und diskretionäres Handeln ist dann, also können Sie machen, die Default Order Sizes werden natürlich automatisch angewandt, wenn Sie keine AT++ Strategie starten, aber wenn Sie eine AT++ Strategie starten, dann kommt auch das Risikomanagement dazu, sofern Sie hier nicht sagen, Risikoverwaltung, Broker XY, ich stelle das aus. Wenn Sie das ausstellen, dann können Sie das wegnehmen und dann greifen auf diese Default, auf diese Standard Order Größen zurück. Achtung, oder ganz interessant, vielleicht erklären wir das auch, Orderrundung, ja, das verwirrt oft, es kann nämlich passieren, dass man über die Grenzen seines, wie soll ich sagen, seiner Buying Power hinaus, hinausgeht mit der Risikoberechnung. Warum? Weil die Orderrundung das verursacht. Es ist ja so, man sollte ja zum Beispiel Aktien oder generell, man sollte
man bei den Futures weniger, aber bei den Aktien und bei den Forex, man sollte in gewissen Größenordnungen kaufen. Also Sie sollten nicht 345 Aktien kaufen, weil für die 45 Aktien, die da überbleiben, finden es keinen richtigen Abnehmer und für die kriegen es dann recht schlechte Ausführungspreise. Deswegen sollte man so in vollen Order Sizes rechnen, also zum Beispiel 300 oder 400 Aktien rechnen und nicht irgendwie oder zumindest in 20er, 50er Schritten, was das betrifft, aber nicht so Einzelaktien, also 43, 42, das bringt alles nichts. Deswegen gibt es diese Orderrundung und wenn zum Beispiel Aktien, also ihre Ordergröße belauft sich auf weniger als 300 Aktien, dann ist die Rundung auf 20er Schritten hier links. Wenn Ihre Ordergröße 300 Stück überschreitet, dann wird in 100er Schritten weiter gerundet. Also alles, was kleiner wie 300 ist, wird auf 20er Schritten und drüber auf 100er Schritten und man kann sich das halt individuell einstellen. Und das gleiche für Forex oder für Futures. Also wenn Sie irgendwann einmal draufkommen, oh, das Risikomanagement rechnet mir zu hohe Order Sizes raus und die Order wird rejected, weil mein Konto zu klein ist, dann bitte darauf achten, dass diese Orderrundung kontrolliert geprüft wird und sich vielleicht dann manuell auf die niedrigere Größe zurückstellen, weil wir jetzt aufgerundet haben auf die nächstgrößere Lot Size oder wie man auch immer das dann im Forex-Bereich zum Beispiel nennen kann. Ja, Herr Gimser, Sie haben heute sehr viele Fragen, aber dafür sind wir heute da. So, ja, das ist möglich. Man kann sich rein die Signalpfeile anzeigen lassen, also diese kleinen Pfeile hier oder eben größere ab 2.0 und nicht hier der untere Bereich. Das können Sie machen, indem Sie zum Beispiel hierher gehen. Schauen, ob das jetzt über die Action Bar auch so geht. Aber hier haben wir den Reversal Long und dann gehe ich einfach hierher und sage, so, Scan, wo war das jetzt? Ich muss wahrscheinlich, probiere immer das auf die andere Richtung, weil die habe ich über die Action Bar hineingeholt. Nehmen wir uns da hier irgendein Crossover. Genau. Wenn ich hier das über den Indikatoren-Dialog mache, funktioniert er hier. So, Feld. Jetzt habe ich Panel 4 und wenn ich das auf Same as Input Series stelle, dann wandert mir dieses ganze Ding da in den Chart hinein. Also jetzt habe ich den MACD hinzugenommen, deswegen haben wir wieder drei. Aber wie Sie sehen, jetzt sehe ich das nicht mehr im unteren Bereich für den einen und ich kann es für die anderen auch noch einstellen. Also wieder Same as Input Series. Hier stellt man das ein. Zack. Und jetzt habe ich das nicht mehr hier unten im Panel, sondern nur noch die Signale im Chart. Gut, gut, gut. Ja, das war es jetzt einmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe das Thema Multi-Zeiteinheiten Conditions so gut wie möglich erklären können, was man berücksichtigt, also vor allem wenn man mit diesen untergeordneten Zeiteinheiten arbeitet, was die Berechnung auf Schlusskurs betrifft. Wie schon gesagt, weil das Thema aufgekommen ist, deswegen bringe ich das auch heute, habe ich Rücksprachen auch schon gehalten. Wir werden versuchen, zumindest steht es einmal auf dem Plan, eine Art Timer einzubauen in den Conditional Scored, wo Sie dann definieren können, okay, ich baue mir eine Condition, die ich zwar im Stundenchart dann scannen werde, aber der Timer soll mir alle 15 Minuten einen Zwischenscan machen und prüfen, ob eine Teilkondition einer anderen untergeordneten Zeiteinheit bereits wahr ist. Und das ist eine Funktion, die wir uns ausgedacht haben, wo wir aber erst prüfen müssen,
wie wir das umsetzen können, ob wir das umsetzen können und vor allem, wann wir das umsetzen können. Aber ist angedacht, weil dann wird es leichter, wenn ich dann alle 15 Minuten einen Scan mache, ist das nicht so ressourcenintensiv natürlich, wie wenn ich das pro Tick machen muss. So, Herr Neumann, wenn Ihre Frage nicht beantwortet worden ist, dann bitte nochmal schreiben, ich sehe Sie schon. Herr Neumann, die Frage ist nicht beantwortet worden, ich habe es gerade gezeigt, aber ich zeige es noch einmal. Sie öffnen hier über den Indikatorendialog Ihre Conditions, die Sie da links haben und in die Mitte reinlegen. Okay? Ich in dem Fall habe jetzt den Reversal Long Green, RSI, den heute ich gezeigt habe, dann den normalen Umkehrstab und diesen reinen RSI Crossover. Diese drei Konditionen habe ich im Chart. Und wie Sie sehen, habe ich hier im unteren Bereich keine blauen Paneelen, sondern nur die Pfeile, die lila Pfeile und grünen Pfeile, die Sie hier im Chart sehen. Also hier, diese Pfeile werden mir sehr wohl angezeigt, aber ich habe hier nicht wie rechts, ja rechts, das meinen Sie ja hier, das habe ich hier in dem Chart nicht mehr. Warum? Weil ich hier mir diese Condition auswähle und unter Feld, ja, die Funktion Same as Input Series wähle und nicht New Panel. Ein neues Panel heißt, ich lege mir eine neue Datenbox da unten an. Same as Input Series heißt, ich lasse mir diese Condition nur im Chart mit Pfeilen anzeigen und nicht mit unten mit dieser Datenbox darunter. Okay? Ah, okay, das zweite, wie bekomme ich die Performance in eine Liste? So, Performance Ticks, schauen wir uns das einfach an. Spalten bearbeiten, Performance. Im Grunde genommen ist es der Indikator Daily Performance. So, den gibt es hier. Daily Performance heißt der Indikator. Den legt man sich hier rüber. Und dann kann man eben einstellen, wie der berechnet ist. Calculation Mode zum Beispiel, hier ist Ticks, Punkte, Prozent, Currency, weiß jetzt nicht, was das ist, aber ja, muss man sich anschauen. Ticks, wie viel Tage zurück das Ganze ist, wie viel Bars das benötigt und so weiter. Genauere Informationen, wie der Daily Performance Indikator verwendet wird, bitte wieder Agena Space aufmachen. Und habe ich hier sogar geöffnet und Online-Hilfe Indikatoren-Dokumentation. Da haben wir jeden Indikator, den wir haben, die Standardindikatoren und unsere internen beschrieben und die sollten Sie dann dort finden können. So, sehr gut. Eine gute analoge Uhr, Sie meinen die hier? Ich weiß nicht, ja. Schwarz auf weiß ist eigentlich eh okay, oder? Oder schwarz auf grau in dem Fall. Grau auf grau. Also ich weiß nicht, naja, es kann sein, wenn Sie jetzt da hier zum Beispiel einen anderen Style haben, Royal, bin ich ein großer Fan, es ändert sich schon leicht. Aber die Uhr ist schwarz bei mir und auf weiß sehe ich, also ja, ich sehe es recht gut. Es ist halt der Punkt, das ist eine so kleine Symbolleiste da oben, weil die Uhr im Windows ist auch nicht viel größer da rechts unten. Ja, weiß nicht, ob man das einbauen kann, alles ist möglich natürlich, aber normalerweise, je nachdem, wenn Sie einen hellen Arbeitsplatz haben, dann haben Sie ohnehin eine schwarze Uhr, sollte eigentlich in Ordnung sein. Aber wie gesagt, GUI und Design-Thematiken werden wir irgendwann in Zukunft aufgreifen nach 2.0, auch wenn wir mit 2.0 schon ein paar Ideen mit einfließen lassen werden, aber in erster Linie mal Usability
Und dann können wir irgendwann auch ins Design reingehen. Das Design ist nicht unwichtig, aber es wird Ihnen das Trading nicht verbessern, außer dass Sie eine schöne Aussicht haben. Aber man soll ja auch beim Trading eine schöne Aussicht haben. Irgendwann werden wir das auch schaffen. Gut, Fragen habe ich alle beantwortet, zumindest meines Wissens. Wenn ich was vergessen habe, dann dürfen Sie natürlich nochmal eine Frage stellen. Ansonsten würde ich das Webinar hier auch wieder beenden. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen allen eine gute restliche Woche, vielleicht noch einen erfolgreichen Freitag im Trading oder schon im Urlaub oder im Wochenende. Muss ja nicht unbedingt Urlaub sein. Werde nächste Woche wieder ein Webinar halten und mir ein Thema überlegen. Die Woche darauf gibt es was ganz was Spannendes. Das schicken wir dann aber gesondert per Newsletter raus, und zwar eine neue Webinar-Serie, eine interne, aber dazu dann mehr ab nächster Woche. Ja, vielen Dank fürs Teilnehmen nochmal, wünsche alles Gute und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.